Armer Manuel. Letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Das ist doch merkwürdig an dem. Thank you.
habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Und du denkst denn nicht, wäre ein leichtes Opfer? Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies, und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Ein Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater? Nein.
Habt ihr den Verstand verloren? Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein, dann wartet auf mein Kommando. Braucht ihr medizinische Betreuung? Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Du darfst nicht hier oben sein. Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Verletzt. Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt!
Fast geschafft! Durchhalten! Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Halte durch, Sophia! Passt auf! Ezio! Hilfe! Dann scheint er sich gekommen, Assassine! Hilfe! Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht! Bleibt stark! Natürlich! Mir geht es gut. Soldaten, voraus! Ich sehe sie. Vergib mir! Sophia, ihr müsst aufpassen! Ich weiß, ich weiß! Seid bereit, Sophia! Mehr Soldaten! Von der Straße! Was tut ihr denn? Ich halte uns auf dem Weg! Eure Entschlossenheit wäre fast charmant, wenn sie nicht so ärgerlich wäre. Das tat weh!
unfähige Kinder! Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut. Was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an?